Hab gehört, dass bei euch mal eine Razzia wegen Koks war. Echt krass, weil... Boah, Tobi, hast du eigentlich schon die ganzen neuen Gerüchte über mich gehört? Ja, da geht es ganz schön ab zur Zeit. Ne? Total crazy. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Max Weiß Hauptkanal. Und heute mal mit einem bisschen anderen Video. Und zwar machen wir heute eine Q&A, aber keine klassische Q&A, sondern ich habe euch auf Instagram die Frage gestellt, hey, was habt ihr eigentlich schon mal für Gerüchte über mich gehört oder was habt ihr für Vorurteile gegenüber mir gehabt, als ihr mich das erste Mal gesehen habt und was habt ihr wirklich da für Fragen an mich? Und ich glaube, das sind so Sachen oder so Fragen, wo sich die wenigsten wirklich stellen würden. Und ich will das Video jetzt auch nicht so machen, dass es jetzt voll irgendwie negativ ist oder so. Also hört, wie gesagt, auf all diese Vorurteile und so weiter gleich eingehen. Ich habe hier mein Handy offen. Ich werde mir auch keine raussuchen. Also ich werde jetzt im Endeffekt wirklich alle durchgehen, außer die von Fake-Accounts werde ich nicht beantworten. Aber ansonsten werde ich alle nach und nach jetzt durchgehen. Und man muss natürlich eine Sache dazu sagen. Also wenn man generell im Internet ein bisschen bekannter wird, dann ist es vollkommen klar, dass Leute so ein bisschen anfangen, einen Fehler zu suchen. Und ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass du eigentlich, egal bei welcher Person, du findest überall etwas, also 100%. Und von dem her, niemand ist perfekt, aber genau deswegen mache ich heute auch das Video und werde mal so ein paar Sachen beantworten. Und ihr wisst, wenn ihr allgemein irgendwas wissen wollt, irgendwelche Fragen habt, ich werde euch immer gern alles offen kommunizieren, offen beantworten, dann schreibt es gerne auch unten in die Kommentare rein oder schreibt mir einfach auf Instagram und dann werde ich da auch nochmal ein Video zu machen. So, deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt rein mit der allerersten Frage von Fame. Und zwar, wieso machst du so viel Werbung für dein Coaching? Und man muss einmal eigentlich dazu sagen, ich weiß gar nicht, warum das so rüberkommt, aber man muss ganz klar sagen, ich mache eigentlich fast gar keine Werbung für mein Coaching. Also habt ihr schon einmal von mir eine YouTube-Ad gesehen oder eine Facebook-Ad gesehen? Also ich habe noch nie eine Facebook- oder Instagram-Ad oder so geschalten. Ab und zu bewerbe ich mal so ein paar YouTube-Videos von mir und so weiter. Und was du vielleicht damit meinst ist, ich mache einmal pro Woche auf meinem Instagram-Kanal einen Aufruf. Und dieser Aufruf ist einfach auch dafür da, Leads zu sammeln. Wir schauen uns diese Leads an und schauen dann, okay, wofür passen diese Leads? Wir kriegen ja auch über Instagram extrem viele Anfragen für die Agentur von Online-Shops, Personal-Brands, anderen Agenturen, Webdesign-Agenturen oder sonst was, die uns vielleicht irgendwie was abgeben wollen und so weiter. Und wir schauen uns dann im Endeffekt die Leads an und schauen, okay, wo passt dieser Lead? Passt er vielleicht für die Agentur? Passt er hier? Ist es vielleicht jemand, der qualifiziert genug dafür wäre, ins Mentoring zu kommen und so weiter? Und diesen Aufruf mache ich aber vielleicht einmal in der Woche höchstens und auch immer nur, wenn wir wirklich die Kapazität dafür haben. Von dem her finde ich jetzt nicht, dass ich viel Werbung mache, aber vielleicht kommt es für dich so ein bisschen so rüber. Genau. So, Fabio schreibt Meinung zu Dropshipping, Reselling. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht zu allem eine Meinung habe. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen ein Nachteil ist von dem, wenn man immer bekannter wird. Das hat Shindy damals gesagt und das fand ich extrem cool. Er meinte so, der Preis dafür, dass man bekannter wird, ist, dass jeder Punkt, Punkt, Punkt eine Meinung zu dir hat. Und das ist halt wirklich so. Also jeder will dir irgendwie eine Meinung zu etwas pressen und so weiter. Und ich selbst muss sagen, Dropshipping generell ist bestimmt ein Geschäftsmodell, wo man viel verdienen kann. Ich weiß, weil ich auch so ein bisschen die Szene kenne, dass es da auch extrem viel Scam gibt und so weiter. Aber wie gesagt, ich brauche da gar nicht viel zu sagen, weil ich selbst mache kein Dropshipping und ich zeige euch auch nicht, wie Dropshipping funktioniert. Von dem her eigentlich völlig egal, was ich drüber denke. So, nächste Frage, würdest du dich als Erfolgscoach betiteln? Ist auch eine gute Frage und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich die Frage nicht so ganz verstehe, weil man muss sich einfach mal so ein bisschen anschauen, was ich eigentlich mache.
Und es ist nicht so, dass man das nicht irgendwie nachschauen könnte oder sonst was. Ich habe weder irgendwie eine Firma in Dubai angemeldet oder in Afrika oder sonst was, sondern man kann ganz normal sehen, was ich mache. So, ich habe 2 Social Media Agenturen, ich habe mittlerweile eine GmbH im Reinigungsbereich, also ich habe eine Reinigungsfirma, ich habe Immobilien, ich habe eine Holding, ich habe eine Online-Unternehmensberatung. Und von dem her würde ich mich selbst nicht als Erfolgscoach betiteln, weil das Einzige, was ich Leuten beibringe in einem Mentoring, also ich habe auch nicht irgendwie 100 Kurse oder so, sondern ich habe ein Mentoring und da bringe ich Leuten bei, wie sie extrem günstig eine SMMA, also eine Social Media Agentur, aufbauen können. Von dem her wüsste ich jetzt nicht, was das mit Erfolgscoach zu tun hat. Aber wie gesagt, jeder kann mich so sehen, wie er will, aber ich bin in meinen Augen kein Erfolgscoach, sondern ich bin einfach jemand, der unglaublich gern Business macht. Ihr dürft echt nicht vergessen, dass ich mein ganzes Leben lang mir das hart erarbeitet habe. Also ich habe, wie gesagt, mit 13 damals angefangen, so meine ersten Bücher zu lesen. Ich war mit 12 damals auf Instagram schon aktiv und habe meine ersten Themenseiten gebaut und so weiter. Ich habe mir alles hart erarbeitet. Also ich selbst sehe mich als Unternehmer und das ist auch genau das, was mir Spaß macht. Ich liebe es, irgendwo in Startups zu investieren oder Unternehmen aufzubauen und so weiter. Und von dem her, wie gesagt, ich selbst sehe mich nicht als Erfolgscoach. Nächste Frage, Bro, ich verstehe die Frage nicht. Ich feiere dich seit Stunde 1. Sehr, sehr geil, Leute. Und das haben ja auch wirklich super viele Leute reingeschrieben. Und ich weiß das auch unglaublich zu schätzen. Also ich weiß wirklich, ich habe eine krasse Community. Und ich finde es auch richtig cool, dass ihr es feiert, dass ich versuche, so ehrlich zu sein, wie es geht. Weiß ich extrem zu schätzen. Und von dem her mache ich das Ganze auch. Also von dem her setze ich mich auch gerne hier hin und beantworte Fragen und gehe auch so ein bisschen vielleicht auf Vorurteile ein oder Hate ein und so weiter, weil viele Unternehmer oder auch gerade junge Leute hören halt wirklich auf wegen Hate. Also weil sie irgendwie gesagt bekommen, hey, du schaffst es nicht oder hey, du machst dich zum Affen oder sonst was. Und ich will euch so ein bisschen zeigen, dass man damit auch ganz locker umgehen kann. Ganz locker. Denn wie gesagt, ich sage mittlerweile immer, es geht im Leben darum, zu lernen, über alles zu lachen. So, wenn du auch mal über dich selbst lachen kannst, wenn du auch mal über andere Leute lachen kannst und so weiter, dann bringt es dich extrem nach vorn. Weil wenn du als Unternehmer jede Kritik persönlich nimmst, ja, dann zerstört dich das Ganze halt. Deswegen will ich da auch so ein bisschen zeigen, wie ich damit umgehe und so weiter. Erfolgreich handeln fragt. Instagram-Gewinnspiel ist fake. Oder Echtzeitüberweisungen fake bei Kommentaren. So, generell ist es so, also ich habe jetzt letztens auf meinem YouTube-Kanal schon ein Video aufgenommen zu Thema Gewinnspiele, Fake und so weiter, wo ich so ein bisschen Sachen aufgedeckt habe, was so Gewinnspiele bringen, was sie nicht bringen. Und generell bei meinen Gewinnspielen mache ich es ja so, teilweise schreibe ich hin, hey, die werden öffentlich verlost, dass ich sie auch wirklich dann in meinen Stories verlose und da kann ich euch auch die ganzen Sachen zeigen, dass sie verschickt wurden. Und bei den Echtzeitüberweisungen mache ich es eigentlich immer so oder auch teilweise bei PayPal-Guthaben, dass ich eben hinschreibe, hey, wird per DM verlost. Und ich mache das eigentlich nur aus einem Grund und zwar, ich verlose sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jeden Tag ungefähr meine Follower in den Stories mit irgendwelchen Verlosungen zu nerven. Sondern es ist einfach so ein kleines, als kleines Dankeschön immer für euch zurückzugeben. Aber wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft alles öffentlich machen, können wir das gerne machen. Also da kann ich ja vielleicht auch gerne mal eine Abstimmung machen oder schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Das ist überhaupt kein Problem. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar fragt hier jemand, dass dein Mentoring nichts bringt und Scam ist. Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, so, wenn man das hört, man muss halt einfach nur beide Augen aufmachen. Fertig. Weil, ich meine, was soll ich denn noch zeigen? Ihr müsst einfach nur auf meinem Instagram-Kanal gehen. Dort habt ihr meine Highlight-Ordner. Dort seht ihr ganz genau, wer welche Resultate erzielt, wie viele Leute Resultate erzielen und so weiter. Und man weiß auch, dass das Mentoring von mir nicht gerade ultra teuer ist. Es gibt Mentorings, die kosten weit über 10.000 Euro. Und ich könnte meins auch über 10.000 Euro verkaufen und würde es auch verkauft bekommen. Aber wie gesagt, ich sehe mich selbst nicht als Coach oder sonst was, sondern wie gesagt, da muss jeder seine eigene Meinung bilden. Wenn Leute denken, so es ist Scam, dann sollen sie das denken, ist mir eigentlich relativ egal.
Aber wie gesagt, man muss sich halt über gewisse Dinge einfach auch selbst eine Meinung machen und nicht immer bloß das nachplappern, was vielleicht irgendjemand anders nachplappert, der es halt nicht cool findet, dass es vielleicht jemanden gibt, der mit 21 sich Erfolg erarbeitet hat oder sich den Bentley erarbeitet hat oder sonst was. Da gibt es wirklich viele Leute, die kommen da nicht drauf klar und versuchen dann irgendwie einen hinterm Rücken schlecht zu reden und so weiter. Aber wie gesagt, man kann sich ja selbst einfach ein Bild machen und dann drüber denken, was man drüber denken möchte. So, Manu fragt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so vorlesen darf, aber ich mache es jetzt einfach. Hab gehört, dass bei euch mal eine Razzia wegen Koks war. Echt krass, weil ich weiß nicht, wo du das gehört hast. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe wirklich noch nie irgendwie Drogen genommen oder Drogen ausprobiert oder sonst was. Das Einzige, ich habe mal ein paar Zigaretten geraucht, das ich extrem eklig fand. Und das Einzige, was ich eigentlich mache, ist Fanta Zero trinken und ab und zu mal eine Shisha rauchen. Ab und zu ist ja, glaube ich, jeden Tag, oder Tobi? Nee, also nicht jeden Tag, zurzeit natürlich öfter, aber sonst noch nie irgendwie was derartiges genommen oder so. Und es gab auch keine Razzia bei uns. Einzige, was ich mal hatte, ich hatte mal einen Drogentest, weil ich ja auf der Bühne war, Bodybuilding-Bereich, und da testen die dich ja, ob du was nimmst. Und da habe ich mal so einen Test gehabt und da war ich natürlich, wie gesagt, kam raus, dass ich nichts nehme. Genau, Manu fragt oder schreibt, bist der Einzige, über den ich noch nie ein negatives Gerücht gehört habe, vertraue dir 100%. Vielen lieben Dank, freut mich extrem zu hören und ja, bedeutet mir auch wirklich sehr, sehr viel. Vielen Dank. Wie viele Einnahmequellen hast du? Boah, gute Frage. Es sind auf jeden Fall über 10. Ich habe ja jetzt allein vorhin schon kurz aufgezählt, was ich generell so mache. Und ich kann gerne mal wieder ein Video dazu machen, wo ich das so ein bisschen update, euch transparent zeige. Wenn ihr da Lust drauf habt, gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Meinung zu Fabio Männer, Karl S., Nick Geringer. Also Fabio Männer, noch nie gehört. Karl S. und Nick Geringer. Ich werde, wie gesagt, im Internet nicht über irgendwelche Leute jetzt gut oder schlecht urteilen, weil ich beide nicht 100% persönlich kenne. Ich habe Karl zum auf so einem Event getroffen, aber wie gesagt, wenn ich eine Person nicht selbst kenne, dann würde ich im Internet nichts über die sagen. So. Generell muss ich ganz klar sagen, ich feiere eigentlich jeden, der online irgendwo, oder nicht nur online, sondern generell irgendwie was Eigenes macht, der seine Träume verfolgt und so weiter, der Gas gibt. Das ist eigentlich völlig egal, wer das ist oder was Leute über den sagen. Ich finde das einfach cool und heißt jetzt nicht, dass ich alles cool finde, was die machen. Allen fragt, dass du dein Mentoring nur mit dem Mentoring verdienst. Hahaha. Ja, auch eine berechtigte Frage an sich, aber wie gesagt, man muss ja einfach nur ein bisschen recherchieren, dann sieht man, wie viele Firmen ich habe, was ich da alles mache. Man sieht sogar mittlerweile, ich habe ja auch Vlogs gemacht, wo wir im Agenturbüro waren, wo man sieht, wie viele Mitarbeiter da drinnen sind und so weiter. Also wie gesagt, ich habe im Social Media Agentur Bereich mittlerweile 20 Festangestellte und von dem her kann man sich das ja auch selbst denken. Du bist nur reich durch Arbeit geworden. Ja, so ist es. Vom Blödschauen passiert nicht viel. Hast du vollkommen recht. Was unterscheidet dich von anderen Agenturinhabern, dass du so schnell hochskalieren konntest? Ich glaube, weil ich eigentlich mein ganzes Leben nichts anderes gemacht habe, außer mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ich habe ja mit 18 bereits schon meine erste GmbH im Bereich Social Media Agentur gegründet und ich habe ja auch schon mit 16 praktisch meine eigene Agentur gehabt und habe an Unternehmen Webseiten verkauft, SEO gemacht und so weiter. Also ich bin wirklich schon sehr, sehr lange so im Agenturbusiness tätig und ich habe das halt alles in der Praxis umgesetzt und wie gesagt, ich glaube, dass deswegen auch meine Mentees dementsprechende Resultate haben. Genau, wie geht es dir zurzeit? Mir geht es sehr gut, vielen Dank. Du bist der Beste, vielen lieben Dank. Freut mich zu hören, hier auch Kickboost Marketing nichts gehört. Kamst am Anfang abgehoben und arrogant rüber, bist mega sympathisch und korrekt.
höre ich total oft. Und es ist noch oft viel, viel krasser, wenn die Leute mich nochmal persönlich treffen. Dann höre ich meistens nochmal so, hey, ich wusste schon, du bist voll am Boden geblieben, aber jetzt glaube ich es dir zu 100%. Und das ist auch eigentlich genau das, was ich nach außen strahlen möchte. Also ich will das nicht nach außen strahlen, dass es irgendwie, dass ich so unerreichbar wäre, dass das, was ich gemacht habe, dass das niemand anderes machen könnte. Das kann jeder von euch, der hier zuschaut, machen. Und von dem her habe ich auch gar keinen Grund, abgehoben oder arrogant zu sein. Und deswegen mache ich auch keinen Social Media. Wie gesagt, ich möchte da gewisse Werte vermitteln und auch zeigen, dass in jungen Jahren so gut wie alles möglich ist. Genau. Tom Salzberger schreibt, verfolge dich jetzt schon länger mit Begeisterung, hattest du nicht mal einen blauen Haken? Ja, das stimmt. Ich hatte auch mal einen blauen Haken. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, wie ich den bekommen habe. Und das Ding ist, ich bin aktuell nicht der Einzige, der den blauen Haken verloren hat. Es sind im Englischsprachigen sowie auch im Deutschsprachigen und auch in Österreich super viele Leute, die aktuell den blauen Haken wieder verloren haben. Und was da genau die Gründe sind, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Also wir sind auch generell natürlich dran, das herauszufinden und so weiter. Ich habe schon über gewisse Quellen gehört, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Aber ja, soweit ich nicht alles 100% weiß, werde ich dazu nicht so viel sagen können, warum der jetzt letztendlich weggegangen ist. Aber wie gesagt, blauer Haken hin oder her. Ist eigentlich klar, schaut es cool aus, klar hast du einen gewissen Promi-Status auf Instagram, aber ich habe da kein Ego-Problem oder so. Das ist halt nice to have. Genau. Gerücht, dass du alles, du fakest alles nur, glaube ich aber nicht. Also wie gesagt, was soll ich denn faken? Also ich wüsste nicht was. Also ich kann alles zeigen, sei es von meinem Bentley den Kaufvertrag oder keine Ahnung was. Man kann es ja, wie gesagt, alles nachschauen und fertig. Genau. Julian schreibt, ja, das ist auch wieder die gleiche Frage wie vorhin. Erfolgslein schreibt, habe früher immer gedacht, du kopierst 1:1 Torben Platzers Videos auf YouTube. Und ich muss sagen, ja, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, weil Torben für mich eine riesen Inspiration war. Also bevor ich Torben nicht kannte, habe ich extrem viel von ihm kopiert, weil ich den Content einfach so gefeiert habe und mir gedacht habe, hey, das stimmt zu 100%, so, da habe ich dann auch meine Erfahrungen noch immer mitgeteilt und so weiter. Und ja, ich habe gewisse Sachen kopiert. Und ja, mittlerweile könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr immer noch das Gefühl habt. Aber ich glaube, mittlerweile nicht. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von Tim 2012. Hast du dir alles selber verdient ohne Hilfe und hast meinen Respekt? Yes, also ich muss sagen, ich habe mir alles selbst verdient. Natürlich hatte ich Mentoren, aber an die habe ich auch sehr, sehr viel Geld bezahlt. Aber ihr könnt mir eine Sache wirklich glauben, und zwar, mir wurde nichts geschenkt. Also ich musste für alles hart arbeiten. Ich musste aus allen Fehlschlägen und aus allen Tiefen selbst wieder rauskommen. Und ich hatte da niemanden, der mich rausgezogen hat. Also, oder hat. Ich war auch ganz, ganz lange Zeit, wie gesagt, alleine. Wo mir niemand den Rücken freigehalten hat, wo selbst die Leute, die nah bei mir waren, gemeint haben, so, hey, was machst du da und das wird doch nichts und ich kenne dich nur noch aus dem Internet und was weiß ich noch alles. Und ich habe mir wirklich alles hart selbst erarbeitet, yes. Und ich bin auch der Meinung, wenn man wirklich einen Plan A hat im Leben und wirklich alles dafür tut, hart arbeitet, dann kann man auch diesen Plan A erreichen. Bloß die wenigsten Leute sind wirklich bereit, Sachen zu opfern. Die wenigsten Leute sind bereit, sich aus Fehlschlägen wieder rauszukämpfen. Und die wenigsten Leute sind wirklich bereit, hart zu arbeiten. Genau. Gabriel schreibt, ich verstehe nicht, wieso Leute sich von dir managen lassen wollten ohne Studienabschluss. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, auch im Agenturbereich hat mich noch, ich glaube, eine Person hat mich mal gefragt, ob ich das studiert habe. Und meine Aussage war so, hey, sei froh, dass ich es nicht studiert habe, weil sonst könnte ich dir dein Unternehmen nicht auf Social Media aufbauen. Weil du musst überlegen, Marketingstudium, Social Media Studium, das ist ja so veraltet, weil Social Media, es ändern sich ja alle 2 Wochen etwas. Wie willst du das studieren? So, das kannst du nicht studieren. Und von dem her ist es ja immer so, Resultate und Zahlen
sind lauter als Worte und lügen nicht. Von dem her, die Leute wollen Resultate und keinen Studienabschluss. Und Unternehmer wissen das auch. Also von dem her, glaube ich, habe ich deine Frage jetzt auch damit beantwortet. Und jetzt sind wir auch tatsächlich hier schon am Ende angekommen. Also ich habe den Fragestick jetzt ungefähr vor 2 Stunden reingestellt. Waren wirklich richtig, richtig coole Sachen dabei. Und ich aktualisiere jetzt nochmal, ob nochmal was Neues dazugekommen ist. So, nächste Frage. Es kam tatsächlich noch ein bisschen was rein. Ist von Hakana. Der fragt, so, ich habe das Vorurteil, dass du wohl selber gar keine richtige Ahnung von Marketing hättest. Und das ist natürlich auch so ein Ding. Ich mache Marketing eigentlich oder Social Media Marketing, seitdem ich 12 Jahre alt bin. Seitdem konsumiere ich Content in dem Bereich und seitdem baue ich auch aktiv Instagram-Sachen auf. Themenseiten damals schon aufgebaut im Bereich Motivation und so weiter. Habe viel über menschliche Psychologie gelernt, so was muss man wie schreiben, damit das wie ankommt. Und wenn man sich generell mal unsere Kunden ansieht und so weiter, sieht man, dass die auf jeden Fall Resultate haben, dass alles gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich mittlerweile auch, was den Agenturbereich angeht, habe ich eigentlich auch mittlerweile in jeder Branche schon irgendwie eine Marketingkampagne oder so erfolgreich gestartet. Wie gesagt, kannst du gerne denken. Ich glaube, wenn man mit mir einen Marketing-Battle machen würde, irgendwas zu vermarkten, wäre eigentlich auch mal eine coole Sache. Würde ich gewinnen, sage ich jetzt einfach mal so. Wie gesagt, Marketing ist meine Leidenschaft. Also ich liebe Marketing, ich liebe Online-Marketing und ich liebe menschliche Psychologie und das ist einfach meine Leidenschaft. Das ist das, was ich gerne mache. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ist auch von Hakana. Und zwar fragt er, dass du dich wohl oft widersprichst in vielen Sachen, die du sagst. Und da muss man halt auch ganz klar differenzieren, weil ich habe das ja gerade schon angesprochen. Social Media ändert sich ja ständig, Instagram ändert sich ständig. Und wenn du jetzt irgendwie ein Video von mir von 2017, 18 oder 19 jetzt nimmst und das gegen jetziges legst oder so, natürlich gibt es da bestimmt ein paar Aussagen, wo ich jetzt eine andere Meinung drüber habe oder wo ich andere Erfahrungen drüber habe. Aber ich sag mal, es kommt natürlich auch wirklich immer an, in welchem Bereich. Also ich sag mal, Unternehmertum, so diese klassischen Sachen zum Thema Mindset, wie man Unternehmen aufbaut, was da so die gewissen Strategien sind. Das sind ja nicht Sachen, die sich jetzt irgendwie schnell ändern. Aber wie gesagt, Online-Marketing, Marketing, auch Verkauf ändert sich sehr, sehr schnell. Also klar gibt es gewisse Verkaufsgrundlagen und so weiter, aber die Art, wie man Menschen anspricht, die Art, wie man mit Menschen in Kontakt kommt und so weiter, ändert sich natürlich auch immer. Und von dem her kann es schon sein, dass sich irgendein altes Video mit einem neuen oder so widerspricht. Also vollkommen normal. So, und jetzt kommen wir hier auch zur nächsten Frage oder zur nächsten Aussage, Vorurteil von Millionenbusiness. Und zwar mein Vorurteil, der Typ ist einfach zu krass. Und ich glaube, das ist auch eine gute letzte Frage jetzt oder gute letzte Aussage jetzt hier in diesem Video, denn es war jetzt tatsächlich die letzte. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen oder einiges über mich erfahren. Wenn ihr generell zu irgendeinem Punkt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne hier einfach unten in die Kommentare oder ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne einfach auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Hintergründe wissen wollt oder so, dann mache ich euch da auch sehr, sehr gerne einfach eine Voice dazu oder schicke euch irgendwas. Und ansonsten, wenn euch solche Videos gefallen, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal sehr, sehr gerne für mehr Content. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare, die Kommentare durchzulesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.